der linke Ketchup-Call mit Ute Gütschow und Alexander Neumann. 10 Experten je 5 Minuten auf den Punkt. Wir begrüßen nun eine Frau, die Licht ins Dunkle bringt und das Schweigen bricht. Astrid Meyer-Krummacker, Rechtsanwältin, Unternehmensberaterin und Compliance-Expertin mit über 3 Jahrzehnten Erfahrung ist hier, um das neue Hinweisgeberschutzgesetz zu entschlüsseln. Ein Gesetz, das den Mutigen eine Stimme gibt und den Schlaflosen Sicherheit bringt. Liebe Astrid, die Bühne gehört dir. Hallo, Sie sind Unternehmer mit mehr als 50 Mitarbeitenden? Dann sind Sie direkt vom Hinweisgeberschutzgesetz betroffen. Sie müssen ein Hinweisgebersystem installieren. Gut, das haben Sie jetzt getan. Was jetzt? Es kommt die erste Meldung. Sie sind erst einmal schockiert. Sie selbst werden beschuldigt, den Einkäufer eines Ihrer wichtigsten Kunden bestochen zu haben. Um einen Auftrag zu bekommen. Korruption. Das kann böse ausgehen. Oft auch mit einer Gefängnisstrafe. Sie haben selbst aber gar nicht bestochen. Ist es eine Verwechslung? Wie geht man jetzt damit um? Wie kann man diesen Vorwurf endgültig aus der Welt räumen? Was tun? Ignorieren ist hier ganz schlecht. Der Hinweisgeber kann, wenn Sie nichts tun, er keine Rückmeldung bekommt, noch einmal diese Meldung bei einer Behörde platzieren. Das wollen Sie auf gar keinen Fall. Sie wollen auch nicht, dass dieser Vorwurf bestehen bleibt. Das kann Ihren Ruf beschädigen. Möglicherweise ist auch einer Ihrer Mitarbeitenden korrupt und hat den Einkäufer bestochen. Das muss aufgeklärt werden. Wie auch immer, so eine Meldung muss wirklich ernst genommen werden, muss ordentlich bearbeitet werden. Können Sie das? Kann Ihre beauftragte Person in der Meldestelle das? Was ist denn dafür notwendig für eine ordentliche Prüfung? Wie muss man da vorgehen? Worauf ist zu achten? Was sollte man auf gar keinen Fall tun? Ist Ihre beauftragte Person gut vorbereitet und kann solche Fälle ordentlich bearbeiten? Welche Fähigkeiten und Kenntnisse sind die wichtigsten bei der Bearbeitung von solchen Fällen? Was braucht man dafür? Sind es die juristischen Kenntnisse? Vielleicht aber auch nur der gesunde Menschenverstand? Oder die Erfahrung? Ideal, wenn Sie über alle diese Kenntnisse verfügen. Das Wichtigste ist aber die Erfahrung im Umgang mit Meldungen, ganz besonders mit kritischen Meldungen. Erfahrung bekommt man durch das Bearbeiten von Meldungen. Schwierig, wenn Sie nur relativ wenig Meldungen bekommen. Viele kleinere Unternehmen bekommen im Durchschnitt vielleicht 2 bis 3 Meldungen im Jahr. Nicht mehr. Wie soll man denn da Erfahrung aufbauen? Dann denken wir mal an die Dokumentation. Wenn die Meldung bearbeitet ist, muss die ordentlich dokumentiert werden. Was muss dokumentiert werden? Was besser nicht? Wie muss dokumentiert werden? Revisionssicher? Was soll das denn jetzt wieder sein? Und vor allem, was, wenn diese Dokumentation bei Gericht vorgelegt werden muss oder vielleicht sogar beschlagnahmt wird? Erinnern wir uns jetzt wieder an den Vorwurf der Korruption. Bei solchen Meldungen, bei solchen Vorwürfen ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Strafverfahren durchgeführt wird. Das wird oft begleitet mit Durchsuchungen von Geschäftsräumen und der Beschlagnahme von Unterlagen. Auch den Unterlagen, die Ihre Meldestelle gesammelt hat, um eine Meldung zu prüfen. Sind Sie darauf vorbereitet? Ist Ihre beauftragte Person darauf vorbereitet? Was wäre denn, wenn Ihre beauftragte Person mit den Hinweisen souverän umgehen kann? Die richtigen Informationen und Unterlagen dokumentiert, auf die richtige Weise dokumentiert und die Dokumentation insgesamt so kompetent erfolgt, dass sie ohne Probleme bei Gericht vorgelegt werden kann. Erfahren Sie von mir Tipps und Tricks für die Bearbeitung von Meldungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz. Nutzen Sie das Angebot in meinem Workshop für die rechtssichere und effiziente Bearbeitung von eingehenden Meldungen. Interesse? Kontaktieren Sie mich gern
Ich sende Ihnen gerne weitere Informationen zu. Mein Name ist Astrid Maja Krumenacker. Ich bin Rechtsanwältin und Expertin für Compliance. Ich mache Ihre Mitarbeitenden kompetent, um mit dieser Thematik souverän und professionell umgehen zu können. Übrigens, der nächste Workshop findet bereits am 12.04. statt, danach dann wieder im Mai. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war der LinkedIn Catch-up Call mit ausgezeichneten Experten in 5 Minuten auf den Punkt. Schön, dass du in den Catch-up Call Podcast reingehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Und wenn du Lust hast, abonniere noch heute den Podcast. Wenn du einmal als Experte dabei sein möchtest oder sogar als Werbepartner, dann bewerbe dich noch heute bei Ute Lütschow und Alexander Nickmann. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ausgezeichnete Experten in 5 Minuten auf den Punkt.